Hier ist Patrick. Patrick ist 27. Guten Morgen, Patrick. Hallo. Hallo, Patrick. Im Keller. Julian. Im Keller, ja. Hast du angerufen? Genau. Dazu. Warum? Genau. Ja, also ich habe auch schon ziemlich bizarre Erlebnisse im Keller gehabt. Wie gesagt, in diversen Kellern. In diversen Kellern? Ja, also so eigentlich wechselnde Keller, sage ich mal. Also. Nun bin ich gespannt. Ja, genau. Also das ist halt so, wir treffen uns halt öfters mal mit ein paar Leuten in Kellern, so zwischen 10 und 20 Leute. Leute oder Männer? Männer. Ja, also Männer, genau. Und dann saufen wir halt. Ja, also. Wie? Es treffen sich 10 bis 20, das ist ja schon eine ganze Menge. 10 bis 20 ja. Männer? Ja. Also Freunde, Bekannte von dir? Ja, Freunde, Bekannte, manchmal Leute, die ich gar nicht vorher kannte. Wie kommt man denn zueinander? Wie kommuniziert man sich zusammen? Also, das geht dann über die Leute, die man halt kennt, also über einen Freund oder über andere Bekannte. Und dann trifft man auf Gleichgesinnte. So, dann trefft ihr, also, dann trefft ihr euch genau. Dann im Keller. Und dann? Genau. Ja, dann fangen wir halt an zu saufen. Also dann mehrere Kisten Bier auch da und dann wird dann halt gesoffen, bis wir uns übergeben müssen. Und eins an dem anderen. In der Regel sind Keller ja nicht so groß. Mein Keller ist zum Beispiel nicht so groß, da könnte ich nicht mit 20 Jungs drin sitzen. Wir sitzen ja auch nicht, wir stehen ja. Also. In privaten Kellern oder in so Kellerfluren? Das sind dann private Keller meistens. So Wäschekeller ähnlich oder. Ne, private Keller sind Keller von Leuten, die da wohnen. Ja, genau. Ja, aber die sind in der Regel auch klein. Ja, also. Man hat gerümpelt. Manchmal sind das kleine Keller. Manche größere Häuser haben ja auch größere Keller. Also. Ist das denn dann jeweils ein Keller von jemandem, der da mitsäuft? Genau. Ist meistens, also ist eigentlich immer. Immer ist das ein Keller von jemandem, der da mitsäuft. Ja. So, ihr sauft und dann übergebt ihr euch? Ja. In dem Keller? Ja, genau. Also ja, also nicht direkt auf dem Boden, also das kann auch schon mal passieren, aber meistens dann halt eben in einen Eimer oder ein anderes Behältnis. Genau. Also das ist vorher so geplant. Wir besaufen uns und wir kotzen in den Eimer. Genau. Warum? Ja, genau so ist das geplant. Warum? Ja. Der Grund... Kann man ja mal nachfragen, was der also Grund gibt, ist. Gibt halt einen besonderen Kick auch, ne? Also man... Was ist das für ein Kick? Ja, also zum Beispiel mir gibt das einen Kick, ich kann halt eben einfach mal völlig von mir ablassen und mal ein ganz anderer Mensch sein und... Aber könnte man das nicht in... Das wilde Innere rauslassen quasi und... Ja, okay, im Sommer könnte man das aber auch irgendwie draußen machen. Warum im Keller? Warum im Keller? Ja, weil es ja schon, sag ich jetzt mal, nicht ganz gesellschaftskonform ist und oft sind auch Leute dabei, die dann doch, sag ich mal, Jobs haben, wo es nicht so gut wäre, wenn das irgendjemand mitbekommen würde und ja, genau. Deswegen wird dann halt da zielt im Keller. Zielt ihr denn immer in den Eimer rein? Nee, also das geht ja gar nicht. Irgendwann ist dann. Und wer macht die Sauerei dann weg? Ja, das obliegt dann demjenigen, der geladen hat. Abgesehen von der Sauerei stinkt es doch wie Hölle in den ganzen Kellerräumen dann unten. Ja, das stimmt schon. Aber nochmal, ich meine, besaufen, okay, kann ich ja noch nachvollziehen. Aber sich gezielt zu besaufen, um dann auch gemeinschaftlich zu kotzen, das verstehe ich nicht. Mhm. Ja, warum dieser Exzess? Das ist ja was Exzesshaftes. Warum? Das kann ich ja nicht genau sagen, aber irgendwas weckt das in mir dann in dem Moment. Wie oft macht ihr das? Ja, das kann zwischen 2 und... Also manchmal ist es halt eben 2-mal im Monat oder so. Oder einmal, je nachdem, wie Leute Bock haben. Kann aber auch schon mal häufiger sein. Also
Aber ihr müsst doch dann letztendlich fast immer Ärger mit den Leuten im Haus haben, weil ihr werdet bestimmt nicht mucksmäuschenstill da euer Bier trinken und geräuschlos euch übergeben, sondern ihr macht Grölt, ihr macht Radau, das merken doch die Leute im Haus. Ja, also wenn die das dann merken und es da irgendwie zu Unstimmigkeiten kommt, dann wird auch ganz schnell das Feld geräumt, aber ansonsten ist das eigentlich selten passiert, dass da irgendwas passiert ist. Gab es Polizei? Die Leute sich da beschwert haben. Polizeieinsätze schon? Nee, Polizei noch nie. Nee. Was machst du vom Beruf? Ich bin Student, ja. Hast du eine Freundin? Nee. Doch. Doch. Ach, mal kurz die Freundin vergessen. Ja, sorry. Nee, also doch, ich habe eine Freundin, klar, natürlich. Ja. Weiß die das? Nee, die weiß das nicht. Zum Glück weiß sie das nicht. Warum zum Glück? Ich finde das glaube ich, ziemlich abstoßend. Kannst du es verstehen, wenn sie es abstoßend finde? Durchaus. Warum kannst du es verstehen? Ja, also sich zu übergeben ist ja jetzt nicht so das Schönste der Welt. Mhm. Der Anblick als sowohl auch der Geruch sind ja jetzt nicht so ästhetisch. Und ich glaube schon, dass sie das nicht so toll fände, zu wissen, dass ich in gewissen Abständen dieser Keller-Session nachgehe. Das glaube ich. Wie ist das denn für dich, wenn du das Erbrochene der anderen siehst und riechst? Ja, irgendwann nimmt man das gar nicht mehr so wahr, weil das, was man auskotzt ist oder ausbricht, Entschuldigung, ist ja nicht irgendwie mit Essen vermengt oder so, sondern das im Endeffekt ist es ja dann nur noch Bier. Und, kommt drauf an, was du vorher zu dir genommen hast. Wenn du schön Lasagne essen und Pizza essen warst, dann ist das nicht so. Ja, macht ja dann keiner vorher. Das wäre ja dann zu schade um das Essen. Ach, sag ich mal. So gezielt geht ihr daran. Ja, genau. Patrick, dann ist es deine Kellergeschichte. Wie lange wollt ihr es noch machen? Also ich weiß nicht ganz. Studium leidet ein bisschen drunter und muss halt mal schauen. Also. Okay. Ich glaube, so lange mache ich es nicht mehr. Deine Kellergeschichte. Ich danke dir für das, Patrick. Mach's gut. Danke. Tschüss. Was es alles gibt, aber naja. Ich würde mich bedanken, wenn bei mir im Keller so 15 Jungs sich die Kante geben und in Eimer kotzen würden. Da wäre was los, kann ich euch sagen.